Ja, können wir jetzt machen. Der gute Bruce, der arbeitet mal wieder hier. Mal gucken, was da geht. Der die ganzen Damen noch schlafen. Nee, wie ist. So, die sind da, wo sie sein sollen. Was denn? Gut. Der Plan? Und so. Warum arbeiten halt gerade noch zwei Leute? Okay, da wird schon. Oh ja, langsam wird's. Okay, warten wir noch, ob es hier jemanden einstellt. Wir haben jetzt 4000, das sollte dann nicht mal so lange dauern. Ich speichere nochmal. Also ich habe zumindest früher so das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass dann so viel los ist, irgendwann ein Punkt kam, wo das Spiel einfach abgeschmiert ist. Also ich kann mich auch täuschen, aber irgendwie ich da so ein bisschen... Ja. So, wenn der Mann sich dann da auch noch ein bisschen im Servieren übt. Boah, musste ich mich gerade erschrecken, Entschuldigung. Boah, ich hätte auch ein Mikro ausmachen sollen, aber boah. Aha. Ist das überhaupt unser Wagen? Nee. Haben wir das Geld gesehen? Ach, das war einer der Diebe. Ja, dann schicken wir die Diebe mal hier rüber. Ihr seid Beisitzer. Aha. Abigail Nemo wollte Beisitzer zum Gericht bestellt. Der Krieg ist verloren. Hiermal sei allerorts verkündet, dass wir, der König von Frankreich, dem deutschen Kaiserreich eine vernichtende Niederlage beigebracht haben. Das deutsche Kaiserreich hat den Krieg verloren. Unsere Steuereintreiber, boah, was ist gerade los? Werden die Kriegsschuld in Bälde bei allen beteiligten Ortschaften und Dynastien eintreiben, bezeichnet der König von Frankreich. Boah. Ach, ist er süß. Das Königreich Frankreich fordert hiermit von der Familie Nemo eine Kriegsschuld in Höhe von 1126. Die Schuld ist ohne Umschweife zu entrichten. Möget ihr gewarnt sein und euch zukünftig nie wieder an Kriegshandlungen wieder uns beteiligen, gezeichnet der König von Frankreich. Das können wir jetzt nicht unbedingt versprechen, aber... machen weniger. So, ein paar Gläubige gewinnen, vielleicht bringt das so ein paar Leute. Der serviert hier, gut. Wo läuft der hin? Also, sie. Die hinterste Ecke, damit die Priester ihr zuhören. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Also entweder bringt es eh nichts. Okay. Wo ist denn hier? Obwohl doch ein bisschen was bringt es. Hier kommen ein paar Leute an. Sinnvoll bei den Priestern, weil entweder sind die evangelisch, dann bringt sich's, oder katholisch, dann bringt's ja auch nicht. Nicht. Oh, 110. Hey. 5 XP. Fertig. Ach ja, wir sind ja gar nicht blau. Ich hatte früher immer blau, deswegen war ich jetzt gerade nur irritiert. Aber wir sind, was für eine Farbe sind wir? Ich guck mal grad nach. Ah doch, nee, wir sind grau. So, grau. Wir sind die grauen Männer. Das sieht nicht gut aus. Warum produziert es nicht? So, ich setze das mal zum Verkauf. Vielleicht kriegen wir aus dem Geld, weil die Leute kosten ja Unterhalt. Rein theoretisch könnten jetzt noch mal ein bisschen Urkunden und Briefe basteln, weil die Karren werden... Fällt mir gerade was auf, weil... So sei es, ja. Die Dinger werden hier gerade verbessert. Ich hoffe einfach mal, irgendwann macht der Meister hier was. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Aha. Warum war da gerade ein Karren mit Korn?
Tja, muss ich nicht verstehen. Okay, da wurde gerade was gebaut. Ja, aus der Sicherheit KI ist drin, ne? Ja. Also, kann mir keiner erzählen, dass die jetzt nicht Gold kaufen könnten. Die könnten locker Gold kaufen. So, dann lasse ich es mal ein paar Runden laufen. Vielleicht kauft irgendjemand noch was. Ich guck mal, was gibt es denn noch als Gelehrte? Heilerstube? Ja. Die haben sicher jetzt nichts gegen Lepra oder so. Nee. Dann bauen wir mal eine Heilerstube. Wir fangen natürlich klein an. Voll bei Heilerstuben. 1750, 6000. Komm, wir nehmen die zweite Stufe. Wir fangen direkt mit der zweiten Stufe an. Oder? Obwohl. Ein Kontor kauft Waren für ein großes Fest an. Wir haben ja genug Zeit zum Vergleichen. Mal gucken, was haben wir denn hier so? Seife zum Beispiel kommt daher, das weiß ich noch. Wo ist denn jetzt hier so Duft und Kraut? Ne, Eisen reichen wir noch auf keinen Fall. Und Salbe. Okay, das lohnt sich alles nicht. Oder? Oh doch, das lohnt sich. Ich baue erstmal der ersten Stufe einfach mal. Ach, okay. Der Titel erlaubt es gerade nicht. Oh, Großfest in Bonn. Das heißt, der Konto hätte Sachen gekauft. Vielleicht wird es verkauft. Wenn es in ein, zwei Jahren nicht verkauft ist, dann müssen wir es leider abreißen. Weil irgendwie funktioniert das nicht vernünftig. Ah, verkauft. Und zwei Gebäude werden direkt aufgewertet. Sehr gut. Wem gehört's denn? Kendrick Calvert. Ah ja, okay. Dann können wir auch direkt mal eine Heilerstube bekommen. Ach, okay. Das tue ich aber nicht, weil da steht ja eigentlich schon das Gebäude. Ich glaube, der Karren hätte dann ein paar Probleme. Das heißt, wenn wir ganz viel Pech haben... Moment, die Pinte wird daraus ausgebaut. Naja. Wenn wir ganz viel Pech haben, kann es irgendwann sein, dass dummerweise irgendjemand anderes das hinbaut und ja, dass dadurch dann ein paar Probleme entstehen, dass wir das Gebäude abreißen müssen. Nur so als Schulzeugnis im Namen der Gilde von Novesium sei mit dieser Urkunde bestätigt, dass Physilis Nemo die Gildenhalle von Novesium regelmäßig und fleißig besucht hat und von den Vertretern selber in allen relevanten Künsten unterrichtet wurde. Möget ihr euer Wissen nutzen, um der Gilde über die Grenzen der Stadt Novesium hinaus zur Ehre zu verhelfen. Gezeichnet der Gildenmeister. Genau dasselbe. Also hätte man ja wirklich auch irgendwie so noch Probleme einbauen können, aber das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Politik. Kostet immer 7500, das ist echt zu viel. Lass mal. Okay, komm auf, aber Seife. Okay, gut. Schön zu wissen. Also da muss ich dann nachher mal 200% oder 150 einstellen, muss ich gleich mal gucken. Damit die halt die Rohstoffe nicht einfach so vertickern. Also zum Behandeln geht, weiß ich gar nicht. Oder wir müssen das per Hand führen. Das ist, geht aber auch noch, weil das ist übersichtlich. Da musst du halt nur sagen, okay, die Produkte und dann kommt irgendeine Produkte sind weg und dann ist so. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Ich glaube, das machen wir auch. So, erstmal kurz ausbauen. Holzwasser Zerstäuber. Dieser Zerstäuber schwenkt die Luft. Was? Dieser Zerstäuber schwängert die Luft mit Heilkräut. Heilkräftigem was? Achso. Heilkräftigem Wasserdampf, welcher viele krankmachende Gerüche und Gase verdrängt. Eure Angestellten wird es dadurch sehr erleichtert, eure heilbringenden Waren herzustellen. Das glaubte man damals übrigens wirklich. Behandlungstische.
Wurst, ich will nicht viel sagen. Wartebank eigentlich auch nicht. Verband können wir jetzt herstellen. Und Wunderkur. Dieses Mittel hilft gegen alles. Von Mundgeruch bis hin zur Pest. Es heilt schlimmsten Husten und hält eure Haut jung. Auf ein Scheuertuch aufgetragen könnt ihr damit sogar eure alten Äste spolieren. Na Moment. Tumulatische Beziehung, nicht angesprochen. Jo. Euren Esstisch polieren und euren rostigen Plattenpanzer wieder auf Hochglanz bringen. Wenn ihr noch heute zwei Mittelchen bei mir kauft, erhaltet ihr das dritte gleich als Geschenk dazu. Halt herbei, Leute, dieser Vorrat ist begrenzt. Hinweis, wird benötigt für die Maßnahme Quacksalber. Seife. Wer sich regelmäßig mit Seife wäscht, der beugt damit vielen Krankheiten vor. Außerdem ist das Essen mit sauberen Fingern nicht nur gesünder, sondern auch angenehmer. Das Benutzen von Gabeln kam erst jüngst mit den Kreuzfahrern nach Europa und hat sich noch nicht durchgesetzt. Wir brauchen auf jeden Fall Verbände. Gebäudeverwaltung. KI. 150%. Ja, die stellen direkt mal Verbände her. Ich habe jetzt noch von 150. Weiß, was ich meine. Nee. Also, ich habe erstmal auf 150 gestellt, damit die Leute dann da auch was machen können. Also, damit da gearbeitet wird. So. So, du wirst direkt zur Behandlung eingeteilt. Okay, einer braucht Verbände. Medizinflaschen sind schon mehr und Schmerzmittel sind auch einige. Weißt du was, ich hau den Meister wieder raus. Ein Gebäude wurde aufgewertet. So. Das braucht, okay, Wolle. Und den Handkran, den verkaufe ich wieder. Da. Wo? Hätte ich gleich Novesium kaufen können. Meine Füße tun weh. Nur verschicken. Aha. Forscher-Gilde wurde aufgewertet. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, die eine behandelt. Aha, aber eigentlich könnte. Also unsere Frau. Wir behandeln und dann macht sie mal die Lavendelnachfuhr. Und so. Es wird geschehen. So, obwohl eigentlich brauchen wir erstmal keine Wolle, sondern dieses Quacksalber. Das können wir auch mal machen. Bisschen Honig. Oh, Honig. Oh, dann müssen wir nach Leverkusen. Vielleicht fährt er auch nach Leverkusen. Aber wir teilen auf jeden Fall mal ein paar Leute ein, die ihn beschützen. Ich bin gerüstet. So. Okay. Da haben wir noch ein bisschen mehr Geld als wieder. Wen haben wir denn hier so sitzen? Jemanden preisen. Haben wir niemanden, den wir preisen können? Ein Gebäude wurde aufgewertet. Die Spelunke. Die ist aber auch KI gesteuert, oder? Ja. Oh, da hatten wir gerade 7000, habe ich noch gesehen, so im Augenwinkel. Erst aber noch 3000. Naja. Ach ja, es passieren Dinge. So. Die führt jetzt mit hier. Dann werden wir uns doch mal direkt drum kümmern. Mal gut. Ausbildung starten, halt. Ja, das ist eine gute Frage. Nehmen wir erstmal der Patrone. Da können wir jetzt auch mal, also Obstbauer zum Beispiel, ja, herstellen. Und Honig produzieren. Karren ist immer noch nicht da, der braucht auch glaube ich noch ein bisschen. Oh, hat ordentlich geladen. Ich guck grad mal, was ist eigentlich mit diesem. Mir scheint auch niemand zu arbeiten oder so, niemand zu überfallen. Das wurde aus. Ja, der fette Räuber. Feste wurde einfach mal ausgeraubt, also beklaut. Zwar rein theoretisch möglich, aber naja, ein bisschen lächerlich. So, kommt zu mir, liebe Leute.